Spiel, du bist noch nicht drin. Okay, dann zocken wir jetzt gleich. Nein, das macht keinen Sinn, aber nächsten Montag. Klar, dass das kommt. Das war auch ein Spaß. Bist du bekloppt? Nächsten Montag nach hier Loot für die Welt willst du nochmal hier Dings Montag zocken? Bist du voll im Arsch? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Die Frage voll gar nicht. Okay, stimmt ja, ich hab vergessen. Ich muss auch Montag früh drehen und so. Ich sehe guter Support, ja. Wer schläft nicht? Flo. Er kann das nicht. Frodo schläft genauso wenig. Also ich glaube, Frodo und ich nehmen uns nicht viel. Aber Frodo sieht wesentlich gesünder aus. Ja, ich habe gefragt, ob ich was anderes habe. Ja, das ist ja zwei Jahre jünger als Flo. Echt? Echt? Wie alt bist du? Warte mal, drei sogar. Naja, zweieinhalb. Wollte ich gerade sagen, drei bist du nicht, Junge. Ich bin 25, drei Viertel. Ey, du bist ja genauso alt wie ich. Cool. Warum seid ihr alle so alt, gefühlt? Ach, Lied, halt den Kessel. Du dummer Jungspund. Ich hab heute übrigens ESL-Teams coachen. Ich wurde letztens... Können wir endlich anfangen, bitte? Ja, wir haben ein Lead-Team gekauft, also weil Lead eine neue Szene aufzumachen für ein Team, das macht einfach keinen Sinn, nochmal Coach zu suchen und ein neues Team zu coachen. Ja. Nochmal, ich habe heute übrigens tatsächlich erst gelesen, dass Leute, die jünger aussehen, als sie sind, länger leben. Oh, scheiße. Da gibt es laut einer norwegischen groß angelegten Universitätsstudie wohl direkte, inhärente, erkennbare Zusammenhänge. Das ist gut für mich. Ich bin 23, sehe aus wie 14 und bin geistig 11. Das stimmt. Da würde ich auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Das ist vor allen Dingen gut für mich, weil ich bin viel zu alt und werde immer viel zu jung geschätzt. Letztens wollte ich mir ein Bier kaufen an der Tanke und wurde nach dem Ausweis gefragt. Ja. Als würdest du aussehen wie 15. Okay, ich sehe gerade wieder aus wie ein Penner, wenn man mich im Echten sieht mit meinem komischen 50-jährigen Pflaumen, den ich mir da wachsen Ja, aber ich glaube, das macht das Cap. Alter, ich sehe mich selber in meinem X-Split ruckeln. Aber er sagt, null gedroppte Frames. Dass der Typ bestimmt so ein Bild von der ein Bild hier von der Bravo mit, von dir hatte. Und da sind ja. Mich würde viel mehr interessieren, warum ich gerade in X-Split ruckel. Das liegt an deinem Prozessor, dass die Vorschau von X-Split ruckelt, weil er die nicht prioritär rendert. Nee, aber ich glaube, es ruckelt auch im Stream. Nee, glaube ich nicht. Frag mal deinen Stream. Wenn du keine verworfenen Frames hast, ruckelt der Stream nochmal. Ich hab null dropped Frames. Oh. Hat eigentlich jemand gemerkt, dass Hagen disconnected ist? Jetzt gerade eben bei mir. Super. Nee, lol. Was? Habt ihr uns den Battle abgetrennt? Gerade passiert, weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Jetzt ruckel ich auch nicht mehr, seltsamerweise. Jetzt ist Hagen weg und jetzt ruckel ich nicht mehr. LOL. Hagen ist schuld. Was also, kann das denn sein? Wir sollten eventuell auch nicht Hagen sagen, sondern Flo. Ja, Flo ist wieder. Oh, meine Kamera ist ausgegangen. Und da geht meine Kamera wieder. Siehst du hier, alles geil, easy, danke. Danke fürs Feedback. Alles ruckelfrei. Nice, läuft. LOL gegen. Wo ist denn Flo jetzt überhaupt, Alter? Er connected jetzt gerade, hat er ja, gesagt. Ja, der connected jetzt. Domo arigato, Mr. Roboto. Odo, du bist eine der randomsten Personen, die ich kenne. Alter, warte mal, hier kommt eine ganz interessante Frage von Cosmic Superior. Ja. Was haltet ihr eigentlich von Links weiblichen Counterpart, also Gegenstück aus dem neuen Nintendo Direct? Was? Merkwürdig. Hä? Links weiblichen Counterpart. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen, aber was soll ich davon halten? Das ist das, was sich die Lore-Fans schon immer gewünscht haben. Weiß ich nicht, Transgender Link, ist das das, was sich jeder gewünscht hat? Transgender Link, super. Naja, auf eine komplizierte Art und Weise schon irgendwie. Ja, nee, eben, das wollte ich gerade sagen. Er ist ja der femininste Superheld aus allen Spielen. Ich wollte dir nur ganz kurz zustimmen. Nee, nicht unbedingt. Also der femininste Superheld oder beziehungsweise der femininste Held aus allen Spielen ist ja wohl Fenrik aus Final Fantasy. Nein, Alter. Wie man einfach bei Flo immer davon ausgeht, dass jetzt eine Final Fantasy Anekdote kommt. Außerdem ist es bei mir viel selten. Ey, ich habe viel mehr Tales of gespielt als Final Fantasy zum Beispiel. Die Tales of Spiele waren aber auch verdammt gut. Ja, sind verdammt sie immer noch zum Teil. Aber trotzdem, ich meine Fenrik aus Keine Ahnung, warum es mich rausgeschmissen hat. Ja, jetzt bist du drin. Alter, krass. Dragon Age meine ich natürlich. Ach so. Naja, ist der so viel femininer als eine Elfe? Weiß ich nicht.
Er ist halt der ultimative Mix aus übelst der Abfuck, weil er so hardcore stark und alles ist, aufgrund dieser Lyrium-Male. Mhm. Und halt mega Pussy. Ja, na gut, das stimmt schon irgendwo. Nie gezockt. Hört sich aber sehr interessant an. Dragon Age hast du nicht gespielt. Gar kein Teil. Da würde ich dir tatsächlich mal alle empfehlen. Ja, tatsächlich halt. Aber dann mach's wirklich chronologisch. Ja, unbedingt. Nein, unbedingt. Aber dann auch direkt Origins. Und dann noch Dings hier, Fallout, obwohl ich weiß nicht, wann ich Fallout zocken soll. Also das Problem ist halt, ich werde dieses Jahr Fallout nicht mehr schaffen, weil ich weiß, wie viel Zeit ich auch nicht. Das ist ganz lustig. Ich würde es gerne haben, aber ich fange erst gar nicht an, Alter. Ich kann einfach fucking Fallout nicht leisten. Yo, Achtung! Voll viel Geld. Nachricht von Netheril. Oder Netheral, ich denke eher Netheral. Ruf die Ghostbusters. Flo ist verstorben und nun sucht er den Stream heim als Geist. What? Jetzt ist die Frage, welcher Flo? Bloß ich wahrscheinlich. Alter, wir suchen mittlerweile schon echt viel zu lange. Haben wir so ein beschissenes Team-Setup? Naja, das Problem ist halt einfach unser MMR-Wert, weil ich bin in den oberen Top 200 in der ganzen europäischen Servern und... Ich bin in den oberen Top 200, weil ich bin Lead. Ich bin toll. Es war ja nicht mal angeberisch, das ist halt einfach der Fakt und wir haben den letzten... Alter, das wird nicht besser, Dude. Nee, seid alle Homos. Nee, ich fick dich. Nee, guck mal, Lead und ich haben beide schon so ein Sternenabzeichen, ja? Ja, das ist nice. Ich nicht. Ist doch einfach krass. Super gut. Daddy halt. Kitten, du kannst auch beide eins haben, nur noch zwei Level. Ja, ich hab schon grad. Ich nicht. Damit geliebäugelt. Ihr habt allesamt Sternenabzeichen. Ich nicht. Nice. Frodo. Ja? Seit wir Nachbarn sind, habe ich viel mehr Panik, mein Telefon fallen zu lassen. Hä? Verstehe ich auch nicht. Ist auch ein bisschen kompliziert. Vorher hatte ich PVC, jetzt habe ich Fliesen. Ach so, ja. Das ist echt übel, Alter. Ich habe seit heute eine Hülle um mein Telefon, das heißt, ich kann es jetzt endlich hinlegen, auf beide Seiten, und muss weder Angst haben, dass mein scheiß Display noch die Kamera zerkratzt, die jetzt rausgestülpt ist. Das verstehe ich sowieso nicht. Warum muss man... Ja, das ist ja bei meinem schon, ja, das war ja schon auch beim letzten iPhone. Ja, ich war ja mal froh, dass Android-Handys das nicht hatten. Dass Android-Handys nicht so unfassbar behindert designt sind. Und jetzt haben sie bei meinem Lieblings-Android-Handy den Nachfolger gebaut und dann ist auf einmal die Kamera so am Nöken. Das so, wird wo doch sind nicht etwa in Samsung Galaxy sein. Hashtag kauf meinen Scheiß. Samsung habe ich nicht. Nein! Oh, Frodo? Ja? Warte mal kurz, Lead! Ja? Ich kenne diesen Charakter überhaupt nicht. Heilende Hand oder Trickkiste? Tatsächlich würde ich dir Heilende Hand empfehlen. Weil Trickkiste skaliert einfach so bad seit dem letzten Patch, dass es nichts mehr bringt. Also nur im Late-Late-Late-Game und da kommen wir auf der Map nicht hin. Alles klar, easy. So. Jetzt weiß ich, was wir für eine Scheiß. Kennt jemand die Map nicht, dann erkläre ich sie. Naja, mit den Dudes in der Mitte, die sich prügeln. Ja, ja, easy. Du musst einfach flosen für dich ganz easy. Wenn eins von diesen Tempeldingern leuchtet, gehst du hin, aktivierst sie und dann spawnen unendlich viele Minions. Und das Team, was zuerst 40 gekillt hat, kriegt den Zerstörer oder Bestrafer oder wie das heißt von dem Ding. Okay, wie aktivierst du den? Einfach auf den sobald, das passiert dann. Alles klar. Netheril meinte mit dem Geist eigentlich mich, wegen den Greenscreen-Settings. Ja, du wirst lachen, es ist ein Bluescreen. Ist mir egal, Alter. First Blood. I don't give a fuck, Alter. Den fucking Moral ist geholt, ey. Was macht der so? Alles klar, easy. Ah, Lead, okay. Kann ich drauf kloppen? Last hitten! Oh, warte mal, ich geh mal hoch zu... Was macht E? Nova. E verursacht Schaden, bezeugt das Ziel. Ah, aus, nice. Als ob sie da nice, oben so ein bisschen nice, die Help etwas gebrauchen könnte. Der Kackpanda, ey. Oh nein! Shen, oder was? Tötin! Tatsächlich, wir haben Shen da. Kommen die schlimmsten Hurensöhne angelaufen. Und raus. Ich mach übrigens gerade ein Globe Warp, falls ihr das vertragt, was ich dir die ganze Zeit für einen Scheiß baue. Oh, fuck. Was machst du denn da? Ich walke through Globes, weil ich die stacken muss für meine Stack-Passive. Stack. Sehr gut. Und wieder rausgeportet, Alter. Am Arsch. Ich hab keinen Mana mehr. Ja, dann lass doch beide weggehen. Hashtag Mana, Dingelingeling. Dingelingeling. Jetzt schnell nach oben. Ist okay, ich bin oben. Go walken. Ich gehe noch mal ganz kurz nach unten und ihr keept bitte schon mal
bisschen die Trap open hier, so in die Richtung. Wir keepen die Trap open. Genau. Was ist eine Trap open keeping? Ja, Trap open keeping ist eine Falle möglich. Das ist so schlecht übersetzt, dass es, glaube ich, selber nicht geklappt hat. Okay, weg, weg, Frodo, weg, weg. Ja, ja, ich bin da schon lange aus dem Weg. Ja, der Fry kommt bloß hinterher, wenn du bloß einmal kurz... Scheiße. Hahaha, wie er mich nicht kriegt. Ja, naja, gut. Nova, jetzt bitte ja? deine Konzentration. So, Hammer des Lichtbringers stehen. Oder grenzenloser Glaube. Erhöht die Reichweite des Heiligen oder automatische Angriffe stellen Mana wieder her. Ja. Hashtag Mana, Dingelingeling. Alles klar, Mana, habe ich jetzt gewählt. Achso, oh nein, meine gar nicht. Super. Hey, hey, läuft bei dir. Du hast genau das Falsche geskillt, Flo. Nee, yes. Weiß ich jetzt gar nicht. Doch beachtet, was er skillen drückt. Leon, hier links, genau, genau. Ja. Hey, was war das denn? Oh, bewegungsunfähig, wie fies. Wo ist der Ink? Wo ist der Ink? Wo ist der Ink? Ist ich hab kein Mana mehr. Scheiße, ich hab keinen. Ich krieg kein Heal mehr. Oh nein, wir hätten mehr. Sie doch alle wichsen. Ich hab kein Mana mehr, ich hab kein Mana mehr, ich hab kein Mana mehr. Warum kommt da kein Ink? Nice, Mann. Da ist hier, ja. Da, ich muss mal eben Mana. Nova, Auto hin. Nice. Nein. Oh, pass auf, geh weg. Ja, alles gut. So, ich komm dazu. Jo, komm du her. Wir farmen dann ein bisschen die Dinger weg und dann läuft das hier. Bist du drauf? Geh den Fry töten. Jo, nice. Das läuft bei dir, das läuft. Uta, ich bräuchte den Heal, falls möglich. Nice. Oh, da kommt der scheiß Panda. Ja, der Panda ist kein Problem. Der Panda ist. Panda again. Oh, die haben ja... Mein Gott, ey. Ups. So, wie er echt denkt, er kann im 1v1 da irgendwas stehen. Ja, klar kann er. Burkan! Battle? Fod? Oh, ich muss lesen. Ich finde es mega sehr sympathisch, dass soll ich da rein ihr den Gamebang-Channel am Leben haltet. Und daran merkt man, dass euch die Klicks nicht alles sind. Nee, na, Klicks sind halt nicht alles. Gamebang ist halt nur für die Leute, die einer hier noch, verpassen. Einer noch! Flozen, Tüte und Minion, geil! Jawohl. Geiles Ding! Hier, Fry töten, Fry ist in unserer Backline. Ich hab ihn gestunt! Der Gaming Channel wurde nur geschaffen, weil die faul sind. Nee, der Gaming Channel wurde vor allem wirklich ausschließlich geschaffen, weil sich so viele Leute immer wieder gewünscht haben. Wir können das nicht gucken, das ist so spät. Oh, da, faul, unten! Ah, schade. Ich kann das auch nicht gucken, es ist immer viel zu spät, da hab ich keine Zeit zum gucken. Ich kann das auch nicht gucken, ich spiel das immer. Ja, das macht aber auch Sinn halt. So, warte. Woge des Lichts erstattet Mana und verringert die Abklingzeit oder Hammer der Gerechtigkeit verlangsamt nach der Betäubung. Kitten, Botlane. Gehst du Botlane? Ich bin schon mal unten, damit uns nicht die ganze XP flöten. Alter, eher heilen oder eher verlangsamen? Eher heilen. Okay. Ich weiß, ich kenne die Uta-Builds jetzt gerade, ich hab's nicht im Kopf leider. Ich kann bloß ganz kurz nachher draufschauen und sag dir, oh nee, das war das falsche Talent. Aber. Nee, alles cool. Das ist so eine Sache, ich glaube, das müsste man vor dem Spiel schnell machen, aber das kostet halt wieder alles Zeit. Ja, ist egal, ist Latte. Learning ja, by doing, hat schon mein Vater immer gesagt. Was zur verfickten Hölle? Was ist los? Mein Vater hat meistens recht. Am Arsch kriegst du mich, Alter. Die kommen alle runter, ne, Kitten? Ja, ich hab's nicht schon gesehen, dass sie... Kommen in die Mitte, um Fry zu inken. Ich finde das Wort inken einfach wunderschön. Inken. Mir läuft einer hinterher. Ja, soll er herkommen? Wo denn? Meine ja nur. Der ist bei uns schon lange. Hallo. Ja, Entschuldigung. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Was, Scheiße? Nein. Ja, fuck you, Alter. Healer ist down. Wer ist auf dem Sack? I healed you all. Hier, Raynor, da ist nicht so viel Freedom. Der da rein. Haha, zwei geholt. Easy. Über euch ist Rainer, pay attention. So, Portland. Ich porte mal back kurz und komm dann zum Schrein. Genau, Schrein ist gleich ab. Also boah, Alter, Lyrik so. Hier. AOE auf Doom. Mann, ich will so einen fucking Arcane-Bestrafer haben. Hier. Silvanus, so, pass auf. Sehr schön. Nice. Lol. Du machst und jetzt, du wirfst eckige Bälle. Warum machst du das, LeFloid? Ich werf nicht eckige Bälle, ich weiß bloß, wann ich an einer Kante vorbei bin und draufhauen kann. Nein, dein W sieht eckig aus bei mir. Das war jetzt mein Bezug. Oh, da unten nicht. Wieder, ich geh wieder auf den scheiß Morales. Jo. Okay, der rennt weg.
Deadly hat schon Dings runtergekitet. Alles gut. Könnt ihr